Patka, wollen Sie zur Geschäftsordnung? Bitte, dann liegt die Wortmeldung vor. Bitte, Herr Klubobmann. Wie das geschehen kann, wenn bei den Grünen Restredezeit null ist, Redezeit null, dass dann plötzlich zwei Minuten kommen, wenn sich Abgeordneter Pilz zu Wort meldet. Wie das technisch geht. Ich sehe jetzt keine weitere Wortmeldung zur Geschäftsordnung. Ich frage, ob es jetzt zur Geschäftsordnung eine Wortmeldung gibt. Das scheint nicht so zu sein. Herr Klubobmann, aber weil es sozusagen ja auch eine Frage natürlich an die Vorsitzführung war, wie Sie wissen und das auch kennen, haben wir hier die Redezeitverwaltung auf dem Bildschirm. Und auf der Redezeitverwaltung meines Bildschirms waren diese zwei Minuten mit Restredezeit so eingetragen. Herr Klubobmann, ich kann Ihnen nur berichten, was ich am Bildschirm hier sehe, aber ich kann Ihnen zusichern, dass wir uns das genau im Detail in der Redezeitverwaltung und dem Management anschauen werden. Ich habe auf meinem Bildschirm die Wortmeldung mit zwei Minuten, eine Restredezeit gehabt, auch von zwei Minuten. Und deshalb habe ich die Worterteilung auch ermöglicht. Bitte. Dann hätte ich gerne eine Überprüfung, wie es möglich ist, dass bei Ihnen zwei Minuten steht, während hier drei Kollegen gesehen haben, dass hier auf diesem Bildschirm null war. Herr Klubobmann, ich habe Ihnen zugesichert, dass wir uns das im Detail anschauen. Das war Teil meiner Wortmeldung. Ich kann Ihnen nur sagen, meine Redezeitverwaltung hat das so angezeigt. Ich werde dem aber natürlich nachgehen, weil wir das sehr ordentlich und strikt auch so handeln.